Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Heute wieder, es ist auch mir wieder einmal eine ganz große Ehre, er ist wieder da. Lieber Joachim Mutter, danke, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Du bist auch Umweltmediziner, haben wir gleich in der Einleitung auch gehört. Und ich möchte jetzt, wo der Frühling so langsam naht, auch dich da mal fragen in Bezug auf die Sonne. Wir reden immer wieder von Sonnenkrebs, Hautkrebs, nicht ja. Sonnenkrebs, ausgelöst durch die Sonne oder durch die Sonnencreme. Da höre ich immer wieder Verschwörer, die sagen, es ist die Sonnencreme wegen Titanoxid oder Zinkoxid. Ich möchte gerne dich fragen, was ist jetzt wirklich wahr und was ist Sache? Ja, also wahr ist jetzt zum Thema, es gibt ja erstens verschiedene Hautkrebse. Einerseits relativ harmlose Plattenepithelkarzinome, Basaliome. Und es gibt halt diesen bösen Hautkrebs, das ist der schwarze Hautkrebs oder auch malignes Melanom genannt. Und dann gibt es noch ein paar gutartige Tumore, die man halt auf die Sonnenstrahlung praktisch zurückführt, so in der allgemeinen Literatur. Jetzt weiß man allerdings vor 50 Jahren ungefähr, 50, 60 Jahre, dass da hat eben die Hautkrebsrate, ist da auch schon hochgegangen und dann hat man eben festgestellt, dass eben die, also gerade ich spreche jetzt vom malignen Melanom, dass genau der Teil der Bevölkerung diesen schwarzen Melanom bekommen, die eben wenig an der Sonne waren oder an der Sonne waren und sich eben eingecremt haben mit sogenannten Sonnenschutzcremes oder damals hat man auch Fettcremes genommen. Also klassischerweise hat man sogar früher Melkfett genommen, das war im Prinzip Vaseline. Oder eben diese ganz alten Sonnencremes. Die hatten zwar jetzt nicht so unbedingt den großen Lichtschutzfaktor, aber haben schon dazu geführt, dass die Leute eben keinen Sonnenbrand bekommen haben. Da gab es aber dann auch im Tierversuch ganz klare Daten dafür, dass eben wenn UV-Licht auf die Haut trifft und die ist imprägniert sozusagen mit Fettsäuren, vor allen Dingen ungesättigte Fettsäuren. Also es gab so Helden, die haben im Prinzip Sonnenblumenöl oder so auf Sonnenblumen- oder Distelöl basierend diese Cremes gemacht. Und diesen haben ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also die haben ungesättigte Bindungen in der Fettsäure drin. Und wenn die dann in der Haut ist und es kommt UV-Licht drauf, was es ja tut in der Sonne, dann werden die gespalten und es entstehen praktisch Fettsäureradikale. Und die wiederum machen natürlich dann Hautschäden bzw. machen DNA-Schäden, die dann schlussendlich zu Melanomen führen. Also da war die Korrelation eigentlich eindeutig. Je mehr Sonnenschutzcreme jemand nimmt, desto mehr Hautkrebs hat er. Und wenn er praktisch da so wenig wie möglich Hautmittel, ich sage jetzt auch mal Parfüm und Deos und so weiter drauf tut, desto weniger Hautkrebs hat er bekommen. Das hat sich dann aber mit der Zeit relativ, also manche Hautschutzcremes sind besser geworden. Es ist ja nicht unbedingt das Titandioxid, was allerdings doch als Nanopartikel auch ins Blut aufgenommen wird, oder das Zinkoxid, sondern es sind tatsächlich diese Fettstoffe, die da drin sind, die eben die Haut imprägnieren und dort, wenn UV-Licht draufkommt, freie Radikale bilden. Aber es gibt noch einen anderen Zusammenhang mit Hautkrebs und der wird eigentlich gar nicht so beachtet. Da ist leider wieder der Funk. Das heißt, schon damals mit Radio- und Fernsehfunk bzw. mit Radarfunk weiß man, dass exponierte Arbeiter oder auch im Militärbereich, dass die halt viel mehr Hautkrebs kriegen. Das heißt, Hautkrebs wird zum großen Teil eben auch, also malignes Melanom,
ausgelöst durch Funkstrahlung. Und das wird natürlich jetzt noch verstärkt, wenn man in die höherfrequentigen Bereiche geht, wie es jetzt eben bei 4G und 5G läuft. Das heißt, da wird die Hautkrebsrate massiv hochgehen. Zumal einerseits diese Funkstrahlung wahrscheinlich auch das in der Haut gebildete Vitamin D zerstört. Also das heißt, in der Haut wird durch die Sonne normalerweise Vitamin D gebildet, was ein sehr gesundes Vitamin D ist. Besser wie das Vitamin D, was man so kaufen kann und schlucken kann. Weil dieses Vitamin D, was über die Sonne in der Haut gebildet wird, und das geht nur mit UVB-Licht, ist sulfatiert. Das heißt, es hat eine entgiftende Wirkung auf den Körper und eine viel, viel gesündere Wirkung als die Vitamin D-Tropfen. Und das ist das eine. Also der Hautkrebs wird weiterhin eben zunehmen. Nicht, weil jetzt die Leute mehr in die Sonne gehen, sondern die sind ja in den letzten 20, 30 Jahren weniger in die Sonne gegangen durch die erfolgreichen Kampagnen der Hautärzte, die gesagt haben, schützt euch vor der Sonne. Sonnenschutzklamotten, Funktionsklamotten sind praktisch imprägniert, sodass UV-Schutz und so weiter. Auch die Sonnenbrille, was eigentlich Katastrophen sind, diese dunklen UV-Brillen. Warte noch, das geht zu schnell. Nochmals. Und dann eben diese Sonnenschutzcreme. Sondern das hat dazu geführt, dass eigentlich die Leute heutzutage weniger sonnenexponiert sind wie früher, wo sie als Bauer mit nacktem Oberkörper den ganzen Tag auf dem Feld zum Beispiel gestanden sind. Und da das Hautkrebsthema im Prinzip kein Thema war. Aber und man muss auch wissen, das maligne Melanom tritt oft auch an Stellen auf, wo eigentlich gar nicht sonnenexponiert sind, also zum Beispiel unter der Achsel oder in der Po-Falte oder in der Kniekehle. Also das sind eigentlich Gegenden, wo jetzt nicht, so wie beim Plattenepithelkarzinom, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Also je mehr Sonne sozusagen da drauf gekommen ist, also auch bei Lippen oder so, desto mehr Karzinom gibt es. Und eben bei diesem tödlichen Melanom ist es eben nicht so. Meine Frage ist, es ist nicht die Sonne das Problem, sondern es ist dieses Öl, was dann ranzig wird, also eigentlich oxidiert zu einem freien Radikal. Mit UV-Licht zusammen, ja. Mit UV-Licht. Oder dass das Öl eh schon ranzig ist, also ja. Beziehungsweise sozusagen hydriert ist. Ja, und das macht ja auch Sinn, genau hier in diesen Ecken hat man diese Creme ja noch mehr liegen, dass das denn diese ausgesprochenen Positionen sind, die mehr empfindlich sind. Aber wäre die Lösung jetzt nicht, ein Öl zu nehmen, das nicht oxidieren kann oder vielleicht irgendwie sogar ein Basenspray? Oder? Naja, also ich rate eigentlich vor Cremes und Hygieneprodukten insgesamt ab, weil die noch andere schädliche Wirkungen haben. Das kann man in meinem Buch auch nochmal nachlesen. Aber wenn man natürlich jetzt beruflich in der Sonne ist oder Gletscherwanderungen macht, dann braucht man natürlich zumindest mal im Gesicht einen Lichtschutz und der muss gut sein. Und da präferiere ich Zinkoxid, weil das eh für die Haut eine heilende und auch wundheilende Wirkung hat gegenüber Titandioxid. Und da gibt es ja eben entsprechend auch biologische Cremes und die eben nicht auf Fettbasis sind. Also man kann das auch durchaus auf Kräuteröle bzw. Kräuter Aloe Vera Gel zum Beispiel oder so. Und ich präferiere auch, dass man sich sozusagen wirklich mechanisch schützt, also durch Kleidung und Hut. Das ist eigentlich definitiv besser. Man sollte natürlich auch keinen Sonnenbrand kriegen, aber jetzt was die Öle betrifft, wenn natürlich jemand fettreich ist, vor allen Dingen mit vielen ungesättigten Fettsäuren, und das hat ja auch dieser Wandel gegeben in den letzten 100 Jahren, dass die Leute, was der Fettkonsum und Ölkonsum betrifft, umgeswitcht sind auf früher eher gesättigte Fettsäuren, auf jetzt Pflanzenfette, vor allen Dingen Omega-6-Fettsäuren umgesättigt und zum Teil eben industriell verarbeitet. Das hat dazu geführt, dass eben die Haut ja auch imprägniert wird von innen. Mhm. Also es hat eine andere negative Wirkung auf die Gesundheit und das führt eben auch dazu, selbst wenn man keine Sonnencreme drauf machen würde, aber wenn man dann halt eine extrem ölreiche Kost hat, dann führt es eben dazu, dass man auch mehr Hautkrebs kriegt. Das heißt, wir haben eigentlich schon ein übermäßiges inflammatorische Effekt im Körper drin. Und jetzt kommt das noch von inflammatorisch außen. Ist eigentlich sekundär. Zuerst ist noch kein inflammatorischer Effekt. Im Prinzip wird durch diese Fettsäuren, egal von außen oder von innen zugeführt, also durch die Nahrung, wird im Prinzip die UV-Empfindlichkeit deutlich höher. Und die Sensibilisierung wird deutlich höher, sodass eher freie Radikale gebildet werden, die dann eben Genschäden machen in der Haut, in der Basalmembran. Und das Zweite eben dann auch eine Inflammation machen. Also das ist praktisch dann sekundär. Aber früher sind wir auch viel an der Sonne gewesen. War einfach dazu, was man sagt immer, war die Sonne noch nicht so aggressiv wie heute. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist immer noch die gleiche.
was die Ernährung, die uns einfach besser ausgestattet hat, weniger sensibel auf die Sonne zu reagieren. Ja, die Ernährung war natürlich früher viel besser, weil die hatten mehr Vitalstoffe gehabt. Und jetzt durch die Landwirtschaft nimmt halt der Vitalstoffgehalt der Pflanzen immer mehr ab. Ich meine, diese ganzen Polyphenole, Geschmacksstoffe, Resveratrole, das sind ja Stoffe, die die Pflanzen ja selber gegen die Sonnenstrahlung oder gegen Pilze, also gegen Stressoren bilden. Und das tut uns gut, dass wir Millionen von Jahren an diese Pflanzenstoffe angepasst, die zwar meistens schwache Giftstoffe sind, aber die tun uns eher gut, so eben wie dass wir regelmäßig Sport machen. Ist zwar erstmal macht es oxidativen Stress, aber schlussendlich führt es dazu, dass wir länger leben und auch immunstärker sind. Und von daher ist die Nahrung damals deutlich besser gewesen und hat mehr vor Krebsen allgemein geschützt. Also es geht jetzt nicht nur um den Hautkrebs. Was die Sonne jetzt betrifft, stärker ist jetzt eigentlich eher, lange Zeit ist eigentlich eher schwächer geworden. Es geht ja darauf an, um die Sonnenwinde und die Flares und so und die Sonnenaktivitäten. Was sicher ein Fall ist durch diese Ozonlöcher, die produziert worden sind, dass da natürlich die Sonne härter wird, das ist natürlich keine Frage. Also da kann man wirklich messen mit dem Spektroskop, dass auch UVC-Strahlung auf die Erdoberfläche kommt. Die sollte normalerweise nicht runterkommen, die ist ja früher nicht runtergekommen. Und die UVC-Strahlung hat eigentlich nur tödliche Wirkung auf Lebewesen. Klar, jetzt in Städten wie Shanghai oder New York oder so im Normalbetrieb, da kommt natürlich kein UVC runter, weil das erstens, normalerweise wird es ja in der Atmosphäre absorbiert, aber durch die Feinstäube wird es natürlich da, durch den ganzen Umweltverschmutzung wird es da resorbiert, da kann nicht mal UVB runter, das heißt, wenn man in New York in die Sonne geht, kann man auch kein Vitamin D bilden, das ist klar. Also die Sonne ist teilweise auch schon stärker geworden und die ist natürlich jetzt, wo keine Feinstäube sind, also durch den Lockdown, ist natürlich noch stärker geworden. Ah, das war der Grund, weil jetzt letzten Ostern, wo wir da hatten, war ja schönes Wetter. Ich habe alles rote Köpfe gesehen, also herumlaufen, nach kurzer Zeit, oder? Ja, es sind jetzt wieder auch zwei Gründe. Einerseits hat die Funkstrahlung zugenommen, weil alle zu Hause hocken und noch mehr das Internet und den Mobilfunk benutzen. Das heißt, die sind einfach hochgefahren. Zum Zweiten kommen die Satellitenstrahlungen besser runter, weil in der Atmosphäre weniger Feinstäube sind. Und zum Dritten ist tatsächlich dadurch eben auch die Sonne stärker geworden. Und sie ist ja tatsächlich im Frühjahr ist die Sonne mit am nächsten, also die hat ja jetzt vom Abstand her, ist ja näher dran wie im Sommer. Im Sommer ist ja weiter weg auch. Also wenn ich dich so höre, müsste man eigentlich unsere Kinder rausschicken, aber mit so einem Aluminiumverpackung. Geschützt gegen irgendwelchen Elektrosmog? Es ist schon so, man sollte ja schon Sonnenbäder machen, so halt je nach Hauttyp, dass man keinen Sonnenbrand bekommt, weil dann hat es negative Effekte. Also einerseits wird das Vitamin D, wenn man zu lange in der Sonne bleibt, wieder zerstört durch die Sonne. Und das Zweite ist eben... Man kriegt es zwar, aber man macht es auch gleich wieder kaputt, weil man zu lange bleibt. Wenn man zu lange bleibt, wird es wieder kaputt gemacht. Ja. Und wenn wir es haben und sofort duschen gehen, ist es ja auch wieder ist weg. Auch da habe ich einen Vortrag von dir gehört. Also großartig. Ja klar, also wenn man Sonnenbäder macht, dann sollte man 24 Stunden eben nicht mit Seife duschen. Ja, wer macht das schon? Wir gehen doch ins Schwimmbad, wir gehen nachher nach Hause und duschen, oder? Nicht unbedingt. Also ich meine, täglich zu duschen ist ein Wahnsinnsluxus. Und wenn wir jetzt ein Wasserproblem haben, können wir uns das abschminken. Also im Endeffekt, wenn man eben so eine biologische Ernährung macht, erstens stinkt man dann nicht mehr, da braucht man nicht mehr so viel Duschen. Und das Zweite ist, selbst wo wir früher als auf dem Bauernhof, da hatten wir eine Badewanne und da wurde einmal in der Woche, am Samstagabend, wurde halt gebadet. Das war die einzige Zeit, wo man sich waschen tut. Und alle im gleichen Wasser, oder? Ja, die Älteren im Kinderwasser dann da. Und da hat man müssen anfeuern, da gab es ja keine Zentralheizung. Das heißt, da musste man einen Ofen mit dem Wasser zubauen, da muss man mit dem Eimer das rüberschütten und so und dann kaltes Wasser zulaufen lassen. Und so konnte man dann eben baden. Und das war halt schon schön, aber eben, man hat nicht jeden Tag geduscht, weil Dusche gab es halt nicht, oder? Höchstens vielleicht mal, dass man sich im Bach oder so gewälzt hat als Kinder oder so halt, aber das oder im Regen draußen rumgetanzt ist. Und wir hatten ja früher so viel geheult und geämtet und mit den Kühen rumgemacht. Ich meine, da waren wir viel dreckiger eigentlich. Mhm. Wenn man sich so, hat man halt so kleines Bad gemacht am Waschbecken, so mit Waschlappen oder so, wenn man halt irgendwie in die Kirche gegangen ist oder so. Mhm.
Darf ich zur Zusammenfassung? Also deiner Meinung nach müsste man eigentlich sich für den Sommer so rüsten, dass man eine ausgewogene, gute Ernährung zu sich nimmt. Klar. Rohkost vollwertig. Ja. Omega-6-lastige Ernährung runterfahren massiv, vielleicht eher sogar Omega-3 zuführen. D3-Tropfen für die Stärkung des Immunsystems. Ja, wobei wäre auch das sinnvoll. Besser ist das D3, wenn es in der Haut gebildet wird. Tja. Das ist jetzt nur im Winter, beziehungsweise im späten Winter, ist ja immer so, dass die ganzen Infektionswellen halt kommen. Mhm. Und die kommen halt deswegen, weil das Immunsystem runtergeht, weil wir immer weniger Vitamin D unter anderem haben und auch weniger Vitamin C, weil die Nahrungsqualität wird immer schlechter. Ja. Das sind lange Lagerzeiten und Lieferzeiten, wo man zum Beispiel frische Salate oder sowas bekommt. Aber das D3 ist ja super, wie du sagst. Aber wenn ich eine Sonnencreme drauf habe, nützt es aber auch wieder keins. Ich dusche, habe ich auch keins. Ja gut, dann sollte man halt, wie gesagt, ein Sonnenbad nehmen und dann halt von mir aus erst am nächsten Tag duschen und keine Creme drauf machen. Also wenn man die medizinische Sonnenbäder machen will, dann sollte das eigentlich so sein. Und ich weiß, wenn man eben so eine Grünessenernährung, wie in meinem Buch beschrieben ist, da sind Leute, die sagen, ich kann nicht mal 5 Minuten in die Sonne gehen, und die haben umgestellt auf die Ernährung und die können locker eine Stunde mittags in die Sonne gehen, ohne Sonnenbrand zu kriegen. Das heißt, man kann ein Vielfaches länger in die Sonne gehen, wenn man eben diese vitalstoffreiche Ernährung hat. Mhm. Das ist eindeutig. Und weniger eben von diesen Fettsäuren, nimmt übrigens Omega-3-Fettsäuren, also gerade Fischöle oder auch selbst Leinöl oder so, das führt eben auch dazu, dass mehr freie Radikale gebildet werden. Also es ist nicht nur Omega-6, es ist auch Omega-3 in dem Fall. Man sollte da relativ nur das notwendige Maß sozusagen essen, aber nicht übertreiben mit der Fettesserei. Und im Notfall kann man auch mal eine Sonnencreme nehmen, halt einfach mit Zinkoxid. Wenn man Gletscherwanderungen macht oder wenn man halt... Und was ist mit den kleinen Kindern, die im Schwimmbad sind, mit Sonnenschutzfaktor 70 eingecremt, schneeweiß? Ja, das ist schade für die Kinder, und auch das Wasser wird natürlich verschmutzt. Das sind die ganzen Nanopartikel von den Sonnencremes sind nachweisbar. Die Fische, das Fleisch der Fische, die jetzt, wenn man zum Beispiel Badeseen nimmt, da haben die Fische, sind alle voll mit diesen Phthalaten und Fettsäuren und Nanopartikel, die viele sind, auch Plastikpartikel in Sonnencremes. Das ganze Fleisch ist praktisch voll, also die Fische nehmen das übers Wasser auf. Man sollte eigentlich, wenn die Kinder ins Wasser gehen, das ist okay. Meiner Meinung nach ist, dass sie halt so lange halt bleiben sollten, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen. Und dann halt, wenn sie rausgehen auf die Liegewiese, dass da halt Bäume sind, dass sie im Schatten sind. Mhm. Das wäre schon gut. Aber wenn dementsprechend die Ernährung ist, dann haben die auch besseren Schutz. In Ausnahmefällen, wenn es halt wirklich jetzt, keine Ahnung, macht jemand einen Triathlon in Hawaii oder macht einen Ultra-Triathlon und muss halt stundenlang im Meer schwimmen und Neoprenanzüge sind nicht erlaubt, dann würde ich halt schon einen wassersicheren, hohen Lichtschutzfaktor nehmen, weil hinterher als Krebs da rauszugehen, ist auch nicht toll. Mhm. Also in Ausnahmesituationen natürlich würde ich schon raten. Aber die ganze Situation kann man jetzt einfach nicht so mit Ja und Nein beantworten, sondern Ja, Creme, Nein oder umgekehrt. Das ist alles viel komplexer. Das hängt einerseits vom Hauttyp ab, das hängt von der Ernährung ab, das hängt von der Vergiftungslage ab, das hängt von Funkstrahlung ab, die draußen ist. Also tatsächlich ist so, je mehr Funk eben ist, desto schneller kriegt man auch einen Sonnenbrand. Ich mag mich an eine Sendung mit dir erinnern, wo du mir gesagt hast, dass du früher eigentlich so ein Rotkopf warst, ein sehr weißhäutiger, ständig Sonnenverbrennungen. Ja. Heute sehe ich dich aber in einem ganz anderen Farbe. Wie hast du das hingekriegt? Also ich war eigentlich bis, jetzt muss ich die Zeit gucken, also ich habe im Prinzip so nach 5 Minuten bin ich so rot geworden wie ein Krebs und ich, wenn ich ab und zu mal ins Schwimmbad durfte, ich war halt so ein Wasserpudel, das heißt, ich bin dann von morgens bis nachts nur noch im Wasser gewesen, man hat mich gar nicht rausholen können und das hat halt dazu geführt, dass durch das Chlor natürlich auch, das Chlor macht auch nur die Sache noch aggressiver eben, dass dann eben ich immer Sonnenbrand hatte, der so schwer scharf war, dass eben überall Brandblasen waren, wo dann mit der Zeit dann praktisch das Wasser rausgekommen ist. Und im Endeffekt hat es eigentlich erst abgenommen, wo ich fast tot war durch andere Sachen. Das war einmal Amalgamvergiftung und Quecksilbervergiftung dann dadurch, durch falsches Rausbohren. Und zum Zweiten eben verschiedene Diäten nach Ärzten gemacht hatte, weil ich hatte dann Untergewicht und Durchfall und so weiter. Und da habe ich die Sonne überhaupt nicht mehr vertragen. Das war noch schlimmer wie vorher schon. Und dann habe ich halt irgendwann als letzter Notnagel halt die Ernährung umgestellt auf eine
Gemüse- und rohkostbasierte biologische Ernährung, komplett ohne tierisches Eiweiß und auch ohne Getreide am Anfang. Und das hat dazu geführt, das war, erstens habe ich wieder Kraft gekriegt und habe zugenommen. Und das Zweite war, dass ich halt, wenn ich dann eben mit dem Rennrad, ich konnte dann endlich wieder Rennrad fahren, vorher bin ich nur bewusstlos gewesen, den Berge hochgefahren bin, da fand ich das richtig toll. Und dann habe ich halt nackter Oberkörper und so und dann bin ich halt da den Berg hochgefahren, voll in der Sonne. Und ich war dann selber erstaunt, dass ich gar keinen Sonnenbrand mehr bekommen hat, sondern mir hat das wirklich gut getan. Es hat wirklich Energie gegeben. Und wenn man jetzt so die Quantenphysik anguckt, man weiß mittlerweile, dass der Mensch eigentlich über die Nahrung eigentlich gar nicht die meiste Energie bekommt, sondern mindestens 50% der ganzen Lebensenergie kommt im Prinzip durch Photonenstrahlung. Und da spielt eben ein Vollspektrumlicht, wie es die Sonne eben ausstrahlt, eine große Rolle. So, also wir sind im Prinzip auch Antennen, wir sind praktisch Lichtzeuger, wie es ein Nobelpreisträger eben auch schon gesagt hat. Der Mensch ist ein Lichtzeuger. Ja. Jetzt hast du wirklich eine tolle Lösung auch gebracht aus deinen selben eigenen Erfahrungen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten und du hast noch eine Frage aufgeworfen. Also ich habe dich unterbrochen, leider. Okay. Du hast ganz, aber bitte kurz, wie ist das Fall mit der Sonnenbrille? Du hast vorhin gesagt, Sonnenbrille ist auch nicht gut. Ja, das ist halt so, dass wir brauchen auch das Vollspektrumlicht für die Retina. Retina ist die Netzhaut des Auges und dieses Sonnenlicht, was da drauf fällt, das macht auch eine Regeneration vom Rhodopsin. Also braucht man Violettlicht dazu und auch Blaulicht. Da gibt es praktisch eine Regeneration für das Sehpurpur im Endeffekt. Und das andere ist, wir brauchen eben Vollspektrumlicht. Und wenn wir das jetzt eben durch künstliches Licht oder eben durch Sonnenbrillen rausfiltern, diese natürlichen Einteile, dann führt es das dazu, dass im Gehirn eben über die Zirbeldrüse erstens verkalkt. Also das heißt, die Epiphyse verkalkt schneller. Und das Zweite ist eben, dass weniger Serotonin und auch Melatonin gebildet wird. Und dass Leute, die jetzt eben dauernd mit Sonnenbrillen rumspringen, also eher depressiv sind und eher Immunstörungen, auch Immunschwäche haben, Schlafstörungen, Melatonin, Bluthochdruck eher und Müdigkeit und eben auch Krebsfälle. Also da gibt es schon einen Zusammenhang. Das heißt, man sollte mit der Sonnenbrille vorsichtig sein. Natürlich, wenn ich jetzt im Außenbereich oder im Gletscherbereich, da muss man eine Gletscherbrille, sonst hat man, oder wenn man schweißen tut, ist das Gleiche. Ja. Verblitzt man sozusagen. Also ich habe das selber mal erlebt, wo ich am Gletscher war. Also ohne Gletscherbrille, das ist höllisch. Also die Tränen laufen nur noch, oder? Ja, aber auch nachher oder in der Nacht oder diese ganze Blitzerei diese Wahnsinns, das ist schon ein Wahnsinnsschaden, wo man setzt. Und auch da hat man natürlich Angst. Die Augenärzte sagen, oh nein, bloß Makuladegeneration und so weiter. Die Makuladegeneration, die wird massiv reduziert durch dieses grüne Essen, was in meinem Buch beschrieben wird. Aber zum anderen eben auch durch weniger Funkstrahlung, weil die Funkstrahlung geht mehr oder weniger ungebremst auf die Retina drauf. Und das Dritte ist eben auch, wo sie sagen, ja, es könnte auch nicht der grüne Star, sondern der graue Star, also praktisch, dass die Augenlinse praktisch dann trübe wird. Dazu muss man wissen, dass da halt hohes Vitamin C, Vitamin B2 und Glutathion normalerweise drin ist. Und wenn man halt diese Ernährung macht, dann hat man das. Wenn man jetzt vergiftet ist oder auch sich mit Funk bestrahlt, dann geht dieser Schutzfaktorgehalt der Augenlinse runter. Also man muss auch wissen, dass die Augenlinse das organisch, wenn man mal von Organen sagt, mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt überhaupt im ganzen Körper, noch mehr wie in der Nebennierenrinde, da ist auch viel drin, also sollte viel dran sein. Aber bei den heutigen Menschen ist es eben nicht drin. Aber so bei Urvölkern oder Affen oder so, da hat man natürlich viel Vitamin C drin und da gibt es eben diese Kataraktbildung auch nicht. Außer sie sind natürlich in der Wüste mit Ozonloch oben drüber und es kommt UVC-Strahlung runter, dann legt es die natürlich auch um, das ist klar. Aber das sind ja keine natürlichen Bedingungen. Aber jetzt habe ich wieder was Neues von dir gelernt, schon wieder was gehört. Also Leute mit Schlafproblemen zum Beispiel, könnte durchaus die Ursache sein, dass sie zu viel auch die Sonnenbrille tragen. Genau. Ne? Einer der größten deutschen Augenärzte, Professor Dr. Fritz Hollwig, der hat in 1949 schon festgestellt, dass der größte Teil der Sehbahn eigentlich gar nicht zum Sehen in der Sehrinde benutzt wird, sondern 80% wird als Energieträger, geht ins Echsengehirn und ins Urgehirn praktisch rein, um die ganzen Körpervorgänge zu steuern. Die Sendezeit ist wieder vorbei. Danke ganz herzlich, lieber Joachim.
Liebe Zuschauer und Zuschauer, jetzt wissen Sie, warum wir den Joachim Mutter ins Format Back to the School genommen haben. Man kommt sich immer vor wie in einer Vorlesung und als Student sitzt man da und hört ihm zu mit großen staunenden Augen, weil er einfach so viel weiß und uns so viele nützliche Hinweise geben darf. Nochmals ganz herzlichen Dank, Joachim. Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.